Hallo liebe Freunde, mein Name ist Dean von Nerfers Gaming. Heute am Start mit Dragon Age Inquisition. Und das Ganze wird kein Let's Play in dem Sinne, sondern eher ein Let's Test. Das Ganze schauen wir uns einfach nur mal an. Ich weiß nicht, ob ich das lange spielen werde oder nicht. Kann ich nicht sagen, aber auf Origin gibt es das Ganze halt für 6 Stunden kostenlos zum Testen. Und da dachte ich mir, schnuppern wir mal rein in die Welt der Abenteuer. Und schauen uns das Ganze einfach mal an. Also, let's test. Verbindung zum Dragon Age Server. Okay, wir sind allein. Charakterimport. Okay, wir haben jetzt die Möglichkeit, uns einen Charakter auszusuchen, wie es scheint. Mensch, Elf, Zwerg oder Nari. Kunari sind ein Volk gehörnter Riesen, die einer strengen religiösen Lehre folgen. Okay, bla 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 bla. Erhalten 10% Resistenz gegen körperlichen Schaden. Da Zwerge keine Verbindung zum Nichts besitzen, können sie keine Magier sein. Erhalten aber einen Bonus von 25% Verteidigung gegen Magie. Verteidigung gegen Fernkampf. Und menschliche Charaktere erhalten zu Beginn des Spiels einen zusätzlichen Fertigkeits. Ich glaube, wir nehmen mal die. Ach du Scheiße. Okay, dann gehen wir nochmal zurück. Also, es gibt verschiedene Klassen. Also, Rassen. Mensch, Elf, Zwerg und Kunari. Die Menschen hätten dann halt noch die Magier, Waffen und Schild, Krieger, Schurke oder Schurke 2 Waffen. Beim Elf haben wir schon geguckt. Hier sehen wir dann halt, dass der kein Magier sein kann. Das haben wir schon gehört. Und sonst... Okay, es sind eigentlich immer die gleichen Klassen dann. Okay. Also würde ich mal sagen, wir nehmen uns mal einen Elfen. Ich fand Schurke oder... Dabei können sie entweder mit Dolchen in dem Nahkampf gehen oder mit Pfeile aus der Distanz angreifen. Okay, dann haben wir noch Schwierigkeitsstufen. Okay. Also das sind die Möglichkeiten erstmal, die wir haben. So, dann können wir noch weiblich klicken. Oh, Scheiße. Okay, nehmen wir mal männlich. Den auf normal. Was? Nein. Ja, so. Let's go! Bisher konnten wir unseren Charakter noch nicht anpassen. Sammle in der Wildnis Pflanzen und Metalle. Du kannst sie verwenden, um Aufwertung für deine Ausrüstung und Tränke herzustellen. Erkunde die Welt und finde viele Arten, wie du kannst. Okay, finde so viele Arten, wie du kannst. Oh, eigentlich zu früh gerade. Let's go! Viele Ladezeiten. Sehr spannend auf jeden Fall dann. Mikrofon activated. Mikrofon muted. Ups. Also die Ladezeiten nerven mich auf jeden Fall schon mal jetzt. So. Intro. Intro. Ah,
Also man kann den Charakter anpassen. Ach du meine Güte. Machen wir uns so hässlich, wie es geht, oder was? Ja. Nehmen wir mal den. Gebe den Charakter einen Namen. Kirby. Das könnte ich nur einen Kopf auswählen? Oder habe ich da jetzt was übersehen? Ich weiß es nicht. Bam 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 bam. Wieder Ladebildschirm. Also das nervt mich jetzt schon jetzt. Jetzt ein Gefangener oder was? Scheint so. Nennt mir einen Grund, warum wir euch nicht auf der Stelle töten sollen. Das Konklave ist vernichtet. Alle, die ihm beiwohnten, sind tot. Alle außer euch. Okay, wir können also aussuchen, was wir sagen wollen. Ihr denkt, ich bin dafür verantwortlich. Erklärt mir das! Das kann ich nicht. Was soll das heißen? Ihr könnt es nicht. Ich weiß nicht, was das ist oder woher ich es habe. Ihr lügt! Wir brauchen ihn, Cassandra. Ich verstehe das alles nicht. Erinnert ihr euch, was geschehen ist? Wie das alles begann? Ich erinnere mich, dass ich gerannt bin. Irgendwelche Dinge haben mich gejagt und dann war da eine Frau. Eine Frau? Sie hat die Hand nach mir ausgestreckt. Doch dann... Geht ihr ins vorgeschobene Lager, Liliana. Ich werde ihn zum Riss bringen. Was ist geschehen? Es ist einfacher, wenn ich es euch zeige. Ja, dann zeig mal. Das ist die Bresche. Ein gewaltiger Riss in die Welt der Dämonen, der mit jeder Stunde, die vergeht, größer wird. Das ist allerdings nicht der einzige Riss dieser Art, nur der größte. Sie entstanden alle durch die Explosion beim Konklave. Dazu ist eine Explosion imstande? Diese war es. Wenn wir nichts tun, könnte die Bresche größer werden und die ganze Welt verschlingen.
Jedes Mal, wenn sich die Bresche erweitert, breitet sich auch euer Mal aus. Und es tötet euch. Es ist vielleicht der Schlüssel, um das hier aufzuhalten, aber uns bleibt nicht mehr viel Zeit. Ich verstehe. Das heißt? Ich werde tun, was auch immer nötig ist. Koste es, was es wolle. Für Sie steht eure Schuld fest. Sie brauchen diese Erklärung. Die Bewohner Havens trauern um ihre Heiligkeit, die göttliche Justinia, das Oberhaupt der Kirche. Das Konklave war ihre Idee. Es war eine Möglichkeit, Frieden zwischen den Magiern und Templern zu stiften. Sie rief ihre Anführer zusammen und nun sind sie tot. Wir schlagen um uns wie der Himmel, doch wir müssen an mehr denken als nur an uns selbst, so wie sie es getan hat. Die Bresche muss geschlossen werden. Ihr werdet einen gerechten Prozess erhalten. Mehr kann ich euch nicht versprechen. Kommt, es ist nicht mehr weit. Wohin bringt ihr mich? Oh, können wir es laufen? Euer Mal muss an etwas Kleinerem als der Bresche getestet werden. Oh mein Schöpfer, sieh mich knien. Denn ich gehe nur, wohin du mich schickst. Bleibe nur an Orten, die du gesegnet hast. Singe nur die Worte, die du mir in den Mund legst. Öffnet das Tor! Wir gehen ins Tal! Also von der Grafik her finde ich das schon mal ganz nett. Aber das mit der Steuerung ist schon ein bisschen fragwürdig. Aber wenn ich jetzt hier nicht Maus gedrückt halte, dann habe ich die ganze Zeit die Maus. Das ist schon ein bisschen nervig. Die Abstände werden kürzer. Je größer die Bresche wird, desto mehr Risse tauchen auf. Und mehr Risse bedeuten auch mehr Dämonen, mit denen wir es zu tun haben. Okay, kann man jetzt anklicken? Wie konnte ich die Explosion überleben? Sie sagten, ihr wärt aus einem Riss gekommen und dann ohnmächtig geworden. Sie okay, sagten, springen kann man zumindest. Ich war eine Frau gewesen. Doch niemand weiß, dass alles so viel halt. Okay, jetzt haben wir den ersten Gegner wahrscheinlich. Bleibt hinter mir! Jetzt schauen wir uns das Kampfsystem an. Ganz wie ihr meint.
Wartet. Ich kann euch nicht beschützen. Und ich kann auch nicht von euch erwarten, dass ihr euch nicht selbst schützt. Eben. Ich sollte mich daran erinnern, dass ihr bereit wart, aus freien Stücken mitzukommen. Ja. Nehmt diese Tränke. Weiß der Erbauer, was uns erwartet. Okay. Wo sind eure ganzen Soldaten? Im vorgeschobenen Lager oder im Kampf. Die sind im Moment auf uns allein gestellt. Okay, mit F kann man plündern. Nehmen wir mit. Auf E wahrscheinlich im Tal, war ja klar. So, jetzt haben wir hier... Achso, aus... Den Harnschein automatisch. Fähigkeiten verwenden Mana und außer im Kampf mächtige Effekte, um im Kampf mächtige Effekte zu erzielen. Die meisten Fähigkeiten können erst nach einer gewissen Zeit erneut eingesetzt werden. Klar? Da! Vorsicht! Wenn wir sie flankieren, sind wir vielleicht im Vorteil. Stealth-Modus, also. Was? Okay, die Störung nervt mich ein bisschen, aber sonst geht's bisher eigentlich. Wir nähern uns dem Riss. Man kann die Kämpfe schon hören. Wer kämpft da? Das werdet ihr gleich sehen. Wir müssen ihnen helfen. Thank you.
Was habt ihr gemacht? Ich habe überhaupt nichts gemacht. Das ist ganz allein euer Verdienst. Dann ist das Ding ja doch für irgendwas gut. Welche Magie auch immer die Bresche am Himmel geöffnet hat, hat auch dieses Mal auf eurer Hand hinterlassen. Ich hatte schon vermutet, dass das Mal fähig ist, die Risse zu schließen, die sich infolge der Bresche geöffnet haben. Und anscheinend hatte ich recht. Was bedeutet, dass es vielleicht auch die Bresche selbst schließen könnte? Ja, vielleicht. Es scheint, als wärt ihr der Schlüssel zu unserer Rettung. Gut zu wissen. Und ich dachte schon, wir würden für alle Zeiten bis zum Arsch in Dämonen warten. Varric Tethras. Schurke, Geschichtenerzähler und bisweilen auch unerwünschter Weggefährte. Nette Armbrustkeule. Das ist eine nette Armbrust, die ihr da habt. Ja, nicht wahr? Bianca und ich haben schon so einiges miteinander durchgemacht. Ihr habt eure Armbrust Bianca genannt. Natürlich. Und sie wird im Tal eine ausgezeichnete Begleitung abgeben. Vergesst es. Ich weiß eure Hilfe zu schätzen, Varric, aber... Wart ihr in letzter Zeit mal im Tal, Sucherin? Eure Soldaten haben dort nicht länger die Kontrolle. Ihr werdet mich brauchen. Da wir gerade alle dabei sind, uns miteinander bekannt zu machen, mein Name ist Solas. Es freut mich, dass ihr noch am Leben seid. Was er meint ist, ich habe verhindert, dass euch dieses Mal tötet, während ihr geschlafen habt. Wie habt ihr das gemacht? Mit heilender Magie und einfachen Schutzzaubern. Ich fürchte jedoch, dass euer Mal inzwischen den Punkt überschritten hat, an dem euch das helfen kann. Cassandra, es gibt etwas, das ihr wissen solltet. Die Magie, mit der wir es hier zu tun haben, ist mit nichts, was ich kenne, vergleichbar. Euer Gefangener ist kein Magier. Und ich kann mir ohnehin nicht vorstellen, dass irgendein Magier eine derartige Macht besitzt. Ich verstehe. Wir müssen so schnell wie möglich das Vorwurf. Was wäre, wenn ich Magier genutzt hätte? Ja, Bianca ist schon ganz aufgeregt. Das werden wir nicht erfahren, bestimmt. Hier lang, das Ufer runter. Der Weg vor uns ist blockiert. Wir müssen uns beeilen. Aus dem Weg, ich bin Arzt. Ach. Okay, jetzt kann ich also einfach mal so changen. Skills gesehen von den Charakteren. Wahrscheinlich, jetzt haben wir wahrscheinlich jetzt hier jede Klasse irgendwie einmal oder so. Dämonen! Und seid ihr jetzt froh, dass ihr mich dabei habt, Sucherin? Yep. Okay, also man kann jetzt auch rumseppen und alles so. Vielleicht jetzt nicht so ganz, aber okay. Boah, das ist ja ätzend. Das würde mich jetzt schon nerven. Kann ich das wieder wegmachen? Wie kann ich das wegmachen?
seid ihr unschuldig? Ich erinnere mich nicht, was passiert ist. Damit kommt ihr nicht durch. Ihr hättet euch irgendeine Geschichte ausdenken sollen. Also vom Multiplayer-Modus her würde ich mal sagen, dass es dann zu viel spielbar wäre. Würde für mich zumindest persönlich am meisten. Automatisch dann da oder nicht? Ich hoffe, Liliana hat es geschafft, hier durchzukommen. Sie ist ziemlich einfallsreich, Sucherin. Sobald wir das vorgeschobene Lager erreicht haben, wissen wir, das ist einfach nur ein Schild. Wir sind fast da. Okay, verstehe. Verstehe. Stufenaufstieg. So, jetzt gucken wir uns natürlich auch noch Stufenaufstieg an. Der Riss ist fest. P. So, jetzt kriegen wir hier. Also wir haben Doppeldolche. Experten in diesem Skill sind schnell und tödlich. Ihre Klinge schlitzen die Rüstung und Kehle ihre Gegner auf, bevor diese auch nur reagieren können. Bogen, Experten in diesem Skill. Okay, Bogen. Sabotage. Experten in diesem Talent sind auf Gift und Feind spezialisiert. Ihre hinterhältigen Tricks lassen Gegner erkranken und oder streng gesehen ihre Beweglichkeit so sehr ein, dass sie zu leichten Opfern wie eine Scharfklinge oder einen mit Widerhaken versehenen Pfeil werden. Experten in diesem Talent sind Meister der Irreführung. Ob sie sich nun mit einem Sprung in Sicherheit bringen oder mit den Schatten verschmelzen, ihre Gegner dazu verleiten, ins Leere zu schlagen. Sie sind nie dort, wo man sie vermutet. Ja, da sehen wir schon, da haben wir den Skill. Dort haben wir den. Schwere Punkt. Zum Schlitzen. Ja. Und drin, wenn dich deine Gegner nicht sehen, können sie dich auch nicht. Klar. Okay, da hätten wir das. Todestanz. Parade. Ich meine, da kann man die Dinger werfen.
Okay, kann ich den wahrscheinlich upgraden, wa? Weißt du, was ich denn schon geskillt oder was? Aber rein theoretisch könnte ich den jetzt noch buffen. Dann haben wir hier noch. Du lebst in der Dunkelheit, ja, Übergang. Ah, ich könnte mich sogar durch die durchbewegen. Ich glaube, wir gehen mal hier. Mach mal das. Ich denke mal, diese Dinger, das sind einfach nur passive. Die viereckigen Dinger sind richtige Skills. Kommt mir das zumindest vor. Dann haben wir die Taktiken. Gut. Wieder was Skill. Die Punkte. Oh. Also dann allgemein meine Stats, okay. Öffnet das Tor! Sofort, Lady Cassandra. Im Moment sind wir sicher. Gut gemacht. Was auch immer dieses Ding auf eurer Hand ist, es ist nützlich. Vorratslag. Ah, okay, jetzt habe ich wieder volle Pots. Sind sie also? Ihr habt es geschafft. Kaiser Roderick, das ist... Ich weiß, wer er ist. Herbie. Als Großkanzler der Kirche befehle ich euch hiermit, diesen Verbrecher nach Val Royaux zu bringen, wo ihn seine Hinrichtung erwartet. Ihr befehlt es? Ihr seid ein besserer Büttel, ein Bürokrat. Und ihr seid eine Handlangerin, und zwar eine, die angeblich der Kirche dient. Wie ihr sehr wohl wisst, Kanzler... dienen wir ihrer Heiligkeit. Justinia ist tot. Wir müssen eine Nachfolgerin wählen und uns dem beugen, was sie in dieser Angelegenheit entscheidet. Redet nicht über mich, als wäre ich nicht hier. Ihr solltet auch überhaupt nicht hier sein. Lasst uns abziehen, Sucherin. Unsere Lage hier ist hoffnungslos. Wir können das alles noch aufhalten, bevor es zu spät ist. Und wie? Selbst mit all euren Soldaten werdet ihr nicht lange genug überleben, um den Tempel zu erreichen. Wir müssen zum Tempel, das ist der schnellste Weg. Aber nicht der sicherste. Unsere Truppen können einen Ablenkungsangriff durchführen, während wir durch die Berge gehen. Ein ganzer Trupp ist auf diesem Weg verschollen, es ist zu riskant. So hört doch auf mich! Gebt diesen Plan auf, bevor es noch mehr Tote gibt. Wie sollten wir eurer Meinung nach vorgehen? Jetzt interessiert es euch also, was ich denke. Ihr tragt das Mal. Und ihr seid der Einzige, den wir am Leben erhalten müssen, da wir es nicht schaffen, uns zu einigen. Nehmt den Weg durch die Berge. Arbeitet zusammen. Ihr alle wisst, was hier auf dem Spiel steht. Liliana, bringt unsere verbliebenen Leute ins Tal. Jeden Einzelnen. Die Folgen gehen auf euer Konto, Sucherin.
Also jedes Mal, wenn ich irgendwas antworte, dann nimmt das Einfluss auf die Geschichte. Der Herr wählte weise. Weise. So, von der Grafik her finde ich es ganz schick gemacht, auf jeden Fall. Ist nicht schlecht. Die Lenkung nervt mich ein bisschen. Weil ich erwarte, dass ich so eine Art Kreuz habe oder sowas. Und ich einfach mal die Sicht ändern kann, anstatt immer Rechtsklick halten zu müssen. Das stört mich ein bisschen. Mit F können wir interagieren. Unten sind wir dann skillbar. Der Tunnel müsste gleich dort vorne sein. Und direkt dahinter liegt der Weg zum Tempel. Was für eine Art Tunnel ist das? Ein Bergwerksstollen? Er ist Teil einer alten Minenanlage. Diese Berge sind voll von derartigen Gängen. Und eure verschwundenen Soldaten sind irgendwo da drin? Gemeinsam mit dem, was auch immer sie festhält. Das werden wir noch früh genug herausfinden. Wieder sterben wenigstens nicht instant. Hier ist jetzt gerade keine Gegner mehr. Mal weiter. Und hier auch Objekte zerschlagen. Ja, Objekte können wir also nicht zerschlagen. Das finde ich wiederum sehr schlecht gemacht. Unrealistisch zumindest. Von der Kulisse her aber echt schön. Erinnert mich sehr an ein Herr der Ringe. Den plündern. Okay, kann man auch anmachen. Jetzt müssen wir mal vordrücken. Lass mal was zu plündern. Jetzt sind wir, das sind wir nämlich dann immer auf dem Boden angezeigt oder so. Das ist ganz cool. Ja, sehe ich hier. Das ist ein bisschen doof ausgewählt worden. Was? Also wir haben die Soldaten gefunden. Das ja, können unmöglich Toten. Alle sein. Dann könnten sich die anderen vielleicht weiter vorne verschanzt haben. Die Bresche muss für uns an erster Stelle stehen. Wenn wir sie nicht bald schließen, ist niemand mehr sicher. Das überlasse ich unserem elfischen Freund hier. Das überlasse ich unserem elfischen Freund. Da haben wir wieder einen Riss. Leutnant, ihr habt überlebt. Mit Mühe und
Ebenso geschlossen wie den letzten. So langsam bekommt ihr Übung. Dann hoffen wir mal, dass es bei dem Großen auch funktioniert. Da wird auf einmal dem abgebrochen. Erbauer sei Dank, dass ihr hier seid, Lady Cassandra. Ich glaube nicht, dass wir noch viel länger durchgehalten hätten. Dankt unserem Gefangenen, Leutnant. Er hat darauf bestanden, dass wir diesen Weg nehmen. Dem Gefangenen? Dann seid ihr... Einfach nur jemand, der Risse schließt und Soldaten rettet. Und dafür bin ich euch zutiefst dankbar. Der Rückweg ins Tal ist im Moment sicher. Geht, solange ihr noch könnt. Wir brechen sofort auf. Na los, Bewegung! Der Weg vor uns scheint ebenfalls frei von Dämonen zu sein. Dann beeilen wir uns besser, bevor sich das ändert. Die Leiter runter. Das ist der Weg zum Tempel. Zustande, oder? Wenn ausreichend Magie zum Tragen kommt, ist es durchaus möglich. Aber es gibt einfachere Wege, Dinge zur Explosion zu bringen. Das ist wahr. Wie das alles geschehen ist, können wir uns fragen, sobald die unmittelbare Gefahr gebannt ist. Der Tempel der Heiligen Asche. Oder das, was von ihm übrig ist. Dies ist der Ort, an dem ihr aus dem Nichts getreten seid und von unseren Soldaten gefunden wurdet. Sie sagten, hinter euch im Riss sei eine Frau gewesen. Doch niemand weiß, wer sie war. Hier, dem Erbauer sei Dank. Liliana, lasst eure Männer um den Tempel herum Posten beziehen. Dies ist eure Chance, das alles zu beenden. Seid ihr bereit? Ich werde es versuchen. Allerdings weiß ich nicht, ob ich sie erreichen, geschweige denn, ob ich sie schließen kann. Nein. Dieser Riss war der erste. Und er ist der Schlüssel. Schließt ihn, dann können wir vielleicht auch die Bresche schließen. Dann lasst uns einen Weg nach unten suchen. Und seid vorsichtig. Springen. Dies ist die... Geht hier vor. Das war eure Stimme und ihre Heiligkeit. Aber... Was geht hier vor? Flieht, solange ihr noch könnt! Ihr müsst sie warnen! Wir haben einen Eindringling. Tötet den Elf.
Angreifer und die Göttliche. Ist sie... War diese Vision die Wahrheit? Was sehen wir hier? Ich erinnere mich nicht. Echos dessen, was hier geschehen ist. Das Nichts sickert in diesen Ort hinein. Dieser Riss ist nicht versiegelt, sondern verschlossen. Vorübergehend. Ich glaube, mit dem Mal kann der Riss geöffnet und dann sicher versiegelt werden. Allerdings dürfte die Öffnung des Risses einige Aufmerksamkeit erregen. Das heißt Dämonen. Achtung!
Tschum. Wie schnell soll man das denn bitte lesen? War das jetzt ein Witz oder war das ein Witz? Ich wusste nicht, dass ihr wach seid. Was ist eine Frau? Warum seid ihr so verängstigt? Was ist passiert? Das war falsch, nicht wahr? Ich habe etwas Falsches gesagt. Ich denke nicht. Ich bitte euch untertänigst um Vergebung und euren Segen. Ich bin nur eine einfache Dienerin. Okay. Ihr seid wieder in Haven, my Lord. Sie sagen, ihr hättet uns gerettet. Die Bresche hat aufgehört zu wachsen, genau wie das Mal auf eurer Hand. Seit 3 Tagen redet niemand mehr von irgendwas anderem. Dann ist die Gefahr vorüber. Die Bresche ist noch immer am Himmel, aber ja, das haben sie gesagt. Lady Cassandra wünscht gewiss zu erfahren, dass ihr wach seid. Sie sagte umgehend. Und sie ist wo? In der Kirche, mit dem Lordkanzler. Umgehend hat sie gesagt. Das ist der Pyjama. Gut. Dann plündern wir noch mal einmal kurz. Und dann würde ich sagen, machen wir hier einen Cut. Und machen jetzt noch kurz unser Feedback. Also, wie gesagt, vom Spiel her, es gibt ein paar Pros und ein paar Contra. Also Positives und Negatives. Wie wir sehen, die Grafik ist echt hübsch gemacht. Gefällt mir. Was mich stört, ist zum Beispiel, dass wir die Umgebung nicht wirklich kaputt machen können. Also Fässer zerschlagen oder sowas, auch wenn man unterwegs ist mit den Waffen in der Hand. Das Inventar. Ja, ist ganz okay. Goldanhalten gibt es, dann gibt es Rezepturen, Rüstungspläne und so weiter. Dann haben wir hier eine Slots, die Ausrüstung. Dann haben wir hier. Will ich nicht hin und her switchen? Keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil ich keine anderen Leute gerade habe. Auf P haben wir dann Fähigkeiten. Können wir nochmal gucken, ob das wirklich so ist. Wenn ich jetzt hier raufgehe, anwenden. Kriegen wir den nächsten Slot. Also die viereckigen Karo-Dinger sind halt immer Skills, die anderen passive. Dann haben wir Taktiken. Kann ich wahrscheinlich dann auch deaktivieren. Okay. Dann haben wir die Attributspunkte. Machtpunkte. Akquisitionsboni. Verhalten. Dann haben wir hier unten die Skills. Gibt es halt die taktische Ansicht, auf T kann man das also ändern im Kampf. Noch gesperrt, dann haben wir meine Ziele angreifen. Und halten, Befehle aufheben, Rückzug. Noch ein Häkchen. Questkarte. Okay. Weltkarte. Tagebuch. Och. Okay, das ist da. Jetzt nochmal. Hier Charakterbogen. Questkarte. Tagebuch, Codex. Was ist Codex? Charaktere. Ah, also wahrscheinlich hier
Notizen, die man so machen kann. Vollständiges Spiel freischalten, also da können wir es dann noch kaufen. Haben wir hier noch eine Option, Spieloption. Schwierigkeitsstufe können wir im Spiel ändern. Dann durch Verbündete. Oh, sogar Friendly Fire kann man aktivieren. Das ist gut. Erhöhte Gewalt. Ah, okay. Ob mal Blut in Kampfspuren zu sehen sind. Okay. Ah, Zauberfläche. Helm ausblenden, das ist auch immer gut. Reißen den Scheiße aus. Reißmenü verhält. Ah, wenn man Gamepad benutzen würde. Ah, also man kann das auch mit Gamepad spielen. Dann Steuerung. Anzeige. Klar. Ja, also, wie schon gesagt, von der Grafik her gefällt mir das Spiel sehr gut. Von der Idee dahinter auch recht gut. Was mich stört ist, wenn ich nichts mache, habe ich automatisch immer die Maus. Wenn ich rechte Maustaste gedrückt halte, kann ich erst umhergucken. Sprich, ich muss die ganze Zeit eine beschissene Taste drücken, um mich umzugucken. Das persönlich stört mich. Dann stört es mich, dass wir dann auf einmal, wenn wir Gefährten haben, die auch auf die auch noch achten müssen. Eigentlich will ich ja den Charakter, den ich mir jetzt hier gemacht habe, eigentlich kontrollieren. Also das ist mein persönliches Empfinden. Das stört mich auch. Der Kampfmodus ist ganz gut. Das mit diesem taktischen finde ich ein bisschen, naja, das gefällt mir wiederum nicht so. Aber sonst im Grunde, ja, das Spiel ist okay. Für einmal so anzocken ist es okay, aber für mich wäre das jetzt nichts. Wenn mir das so langsam ist. Obwohl man springen kann. Dieses taktische Hin- und Her-Gedöns. Naja, ich hoffe, euch hat's gefallen und danke fürs Einschalten. Bis dann, euer Dean. Peace.